Die Herstellung dieser einfachen Knüpfbänder ist sehr geeignet für die therapeutisch-pädagogische Arbeit, weil man dabei sehr zur Ruhe kommt, sich sehr fokussiert auf das eigene Tun, wenn man in einer Situation ist, wo man sonst viel im Stress ist. Ich bereite kleine Pappkarten vor, etwa 6 x 6 cm, die in der Mitte ein Loch hat. Dann geht es darum, daraus ein Achteck zu machen und das zunächst anzuzeichnen. Das geht am besten, wenn ich zwei dieser Karten so übereinander lege. Dann kann ich mir hier markieren. Und jetzt an diesen 8 Flächen zeichne ich mir ein, dass ich dort jeweils einen guten halben Zentimeter einschneiden werde. Hier vorbereitet habe ich bunte Schnüre. Das sind jetzt 8 kleine Ritzen, wo die Fäden reinkommen, aber ich brauche nur 7 Schnüre. Und es empfiehlt sich, wenn ich ein Armband machen will, die Länge von meiner Fingerspitze bis zu meinem Ellbogen. Das gilt also für jedes Kind gleichermaßen. Ich schneide mir jetzt gleich 2 Bänder zurecht, weil die Bänder schöner werden, wenn sich Farben wiederholen, als wenn ich 7 verschiedene Farben habe. So, und eine Farbe habe ich jetzt 3-mal. Die Bänder bringe ich jetzt auf gleiche Länge und verknote sie an einem Ende. Jetzt werden diese Bänder hier durch das Loch gesteckt, so dass der Knoten unten ist. Jetzt geht die Vorbereitung weiter, dass ich in jede Lücke ein Band einfädel. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig, das wird sich ohnehin gleich ändern. So, beim Knüpfen nehme ich immer dieses eine freie Ritze zu mir hin. Dann fange ich an, 1, 2, 3, nehme die dritte Schnur und gehe in das Freie. Drehe es wieder zu mir, 1, 2, 3. Überspringe 2 und nehme es in die freie Ritze und so weiter. Nach einigen Runden kann man hier unten ein bisschen ziehen und dann wird das erste Knüpfband hier sichtbar. Man sieht also, es braucht eine längere Zeit. Am Ende nehme ich einfach die Bänder raus. Ups. Und verknote sie miteinander oder verknote sie eben gleich, wenn ich jetzt ein Armband haben will. Viel Freude damit!